Die goldene Pracht. Was zeigt die goldene Pracht? Mittelalterliche Goldschmiedewerke. Wir haben über 300 Werke aus diesem Bereich zusammengeführt, hier nach Münster geholt, darunter wirklich Werke von absoluter Einmaligkeit, von absolutem Weltrang. Mein Name ist Holger Kempkens, ich bin einer der Ausstellungskuratoren und nehmen Sie jetzt einfach mal mit. Als erstes möchte ich Ihnen unsere Agnes vorstellen, eine Reliquienstatuette der heiligen Agnes aus den Beständen des Domschatzes, im Jahre 1520 entstanden und ein Werk, das nach fast 500 Jahren immer noch eine große Faszination auf uns ausübt, auch aufgrund ihrer Gestaltung und ihres unmittelbaren Charmes, den sie ausströmt und den wir auch nach einer so großen Zeit, denke ich, immer noch alle empfinden. Die Figur wurde dem Dom geschenkt, einerseits um die heilige Agnes zu ehren, zum anderen aber auch wollte der Stifter, dass wir seiner gedenken. Er hat nämlich am Fuß eine Inschrift eingravieren lassen, wo sein Name auftaucht, Rudolf von Langen. Und dieses Ziel ist ihm gelungen. Wir gedenken bis heute seiner und danken ihm sehr für diese wunderbare Stiftung. Warum findet diese Ausstellung hier in Münster statt? Gegenfrage, wo, wenn nicht hier? Denn hier in Münster haben wir dieses einzigartige Ensemble der Apostelstatuetten und der Prophetenbüsten erhalten. Sie werden europaweit nichts Vergleichbares finden. Ich finde, man muss die goldene Pracht sehen, weil sie zum ersten Mal verdeutlicht, wie umfangreich und vielfältig die mittelalterliche Schatzkunst in Westfalen ist und vor allem, was für eine ungeheuer große Qualität hier herrscht. Das sieht man im Vergleich mit anderen Stücken aus anderen Regionen Europas und auch Deutschlands. Und das ist etwas Besonderes, dass wir hier zeigen können, Westfalen war ein Goldschmiedezentrum im Mittelalter, was seinesgleichen sucht. Ja, es liegt ein ganz großer Reiz darin, dass wir die Goldschmiedearbeiten, die wir in der Sammlung haben, also unsere eigenen Schätze im Haus, zum ersten Mal in den Kontext internationaler Goldschmiedekunst stellen können, die in Pariser Werkstätten im 13. und 14. Jahrhundert entstanden ist. Und hier unten eben unser heiliger Laurentius aus Senden, eine wunderschöne Figur, die jetzt zum ersten Mal richtig datiert wird, auch durch den Vergleich mit den belgisch-französischen Arbeiten. Die goldene Pracht findet hier in der Domkammer der Kathedralkirche St. Paulus statt und im LWL Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte am Domplatz. Das Ganze wird ergänzt durch den goldenen Pavillon auf dem Domplatz. Dort findet das museumspädagogische Begleitprogramm statt. Dort können Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene sich selbst im Goldschmiedehandwerk üben, unter Anleitung von Profis, von Goldschmieden. In der Ausstellung sehen wir viele Werke aus Gold. Gold ist natürlich das Thema der Ausstellung, aber es geht nicht um den schnöden Mammon, der hier gezeigt werden soll, um den rein materiellen Wert, sondern dieses Gold ist ein Vehikel des Glaubens, denn diese Figuren zeigen, dass die Heiligen durch das Gold und das Silber eine neue glänzende Hülle bekommen haben, ein neues Fleisch. Und diese Figuren erscheinen uns heute im Moment als reine Museumsobjekte, als Ausstellungsobjekte, aber das sind sie durchaus nicht. Sie sind nach wie vor Teil einer lebendigen katholischen Liturgie, wie etwa zum Beispiel diese Statue der heiligen Brigida, die aus Lechten bei Ahaus für die 3 Monate der Ausstellung zu uns gekommen ist. Am Brigidentag, an ihrem Festtag, am 1. Februar, wird die Statuette nach wie vor auf den Altar gestellt. Hör auf ihre Fürsprache. Lass uns in deiner Liebe wachsen. Das Team, das sich zur Vorbereitung zusammengefunden hat, besteht aus Experten vom LWL Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte in Münster, vom Exzellenzcluster Religion und Politik der Westfälischen Wilhelms-Universität sowie vom Bistum Münster. Was ist das für eine Kiste, die Sie da aufmachen? Das ist eine Klimakiste. Okay.
Ja, ich glaube, dass viele Menschen, Museumsbesucher, sich keine Vorstellung davon machen können, wie viel Arbeit in der Vorbereitung einer solchen Ausstellung steckt. Und das können Sie hier sehr schön in diesem Raum sehen, wo noch keine Objekte in den Vitrinen sind. Dafür sehr viele Kisten stehen. Das sind Spezialkisten, die klimatisierbar sind, damit die Objekte auch beim Transport nicht leiden. Was bedeutet das, Klimakisten? Ja, es sind so spezielle Kisten, damit das Klima gehalten wird, wie im Museum. Die Leihgeber geben natürlich ihre Stücke nicht so ganz gerne aus dem Haus. Da müssen sie schon mal nett lächeln. Genau, da müssen wir schon mal nett lächeln, da müssen wir eben die entsprechenden Leute kennen. Und das Wichtige ist auch, dass diese Leute eben Vertrauen haben müssen in unsere Arbeit. Dann werden die Objekte von unseren Restauratoren in Empfang genommen und protokolliert, sodass man feststellen kann, ob das Objekt noch in demselben Zustand ist, in dem es vorher das Haus verlassen hatte und in dem es also jetzt hier in unsere Vitrine kommt. Der Leihgeber, der hat schon meistens den Zustand aufgelistet, die Schäden aufgelistet und den Zustand aufgenommen. Da wird überprüft, ob das bei Übernahme ist immer noch derselbe Zustand. Und ist das jetzt ein Schaden, der schon im Protokoll drin steht? Das müssen wir jetzt prüfen. Dass diese Werke wieder heute so strahlen und glänzen, fast wie am ersten Tag, als sie entstanden sind, das haben wir echten Könnern, den Restauratoren, zu verdanken. Ja, sicher. Vergoldetes Silber oxidiert auch. Zwar nicht so schnell. Es gibt selten einen Schrein, der noch in so einem tadellosen Zustand ist wie dieser Schrein. Es ist eine wunderschöne Einheit, wenn man die Darstellung der Figuren sieht. Wenn man am ersten Tag dazukommen, sieht sich so eine Figur an, dann ist es unmöglich, das zu kapieren, wie haben die das gemacht. Haben Sie da Ehrfurcht vor den Handwerkern, die das gemacht haben? Auf jeden Fall. Solche großartigen Kunstwerke als Leihgabe ins eigene Haus zu bekommen, ist eine wahnsinnige Freude für uns, aber zugleich eine große Herausforderung, denn wir wollen natürlich diesen Werken gerecht werden und sie entsprechend präsentieren. Wir haben in den letzten 2 Wochen am Tag zum Teil bis zu 16 Stunden hier gearbeitet, um diese Kunstwerke den ihnen angemessenen, würdigen Rahmen zu geben. Also wenn das ginge, würde ich das sogar noch ein bisschen höher hängen, weil ich finde so diese, wenn das ginge, würde ich es ein bisschen höher hängen, weil ich finde so diese reine Symmetrie mit den Linien finde ich nicht so schön. Also ich würde das, glaube ich, versuchen einfach noch, sagen wir mal, 20 cm drüber zu hängen. Können Sie mir mal zeigen, wie viel 20 cm sind? Zwei Leute das Bild nach oben bringen. Wir sprechen gerade drüber, in welcher Höhe diese beiden Gemälde hier an die Wand gebracht werden sollen. Die beiden Gemälde kommen aus einer Kirche in Köln, aus St. Severin, und hängen auch in der Kirche sehr hoch. Und deswegen, weil wir diesen hohen Raum hier haben, wollen wir versuchen, diese Höhe auch hier zu vermitteln, in der die Bilder normalerweise hängen. Das hier ist keine Schau für Kunsthistoriker, für Historiker, für sonstige Experten oder vielleicht auch für Lokalpatrioten, sondern es ist eine Schau für alle, die die Menschen faszinieren soll. Ja, die Ausstellung, denke ich, wird die Besucherinnen und Besucher beeindrucken und ergreifen, weil sie in Werken wie dem Marienschrein aus Tournai, der seit Jahrzehnten zum ersten Mal wieder in Deutschland überhaupt ausgestellt ist, den Menschen, den Goldschmieden, den Künstlern auf Augenhöhe begegnen können, weil sie hier sehen können, wie vor 800 Jahren, auf welchem hohen künstlerischen Niveau diese Dinge angefertigt worden sind und dass die Auftraggeber, die so einen Schrein zu Ehren der Heiligen in Auftrag gegeben haben, keine Kosten und Mühen gescheut haben. Diese Schreine sind von unermesslichem Wert gewesen. Die waren so teuer, dass viele dieser Menschen nachher kein Geld mehr besaßen. Aber es war ihnen alles das wert für ihr eigenes Seelenheil. Die goldene Pracht läuft noch bis zum 28. Mai, also bis Pfingstmontag. Und wer nicht kommt, hat was verpasst. Ja, lohnt sich auf jeden Fall für alle zu kommen. Also die ganzen Kostbarkeiten jetzt mal so auf einem Raum zu sehen und wo die alle herkommen, also ich fand es ganz toll. Sehr prächtig. Sehr gut zusammengestellt. Wahrscheinlich eine Wahnsinnsarbeit, die Dinge so hier nach Münster zu schaffen. Wunderschön. Sehr schön aufbereitet, gut erläutert. Sehr beeindruckend.
Empfehlung hingehen? Auf jeden Fall.